So, moinsen ihr Lieben, Grüße, willkommen hier am runden Tisch. Ich habe jetzt schon mal drei Mate bereitgestellt. Zwei sind noch übrig. Stimmt, können doch drei Games, drei Player sein. Und hier mit mir in der Lobby, also bald in der Lobby, aktuell nur bei Discord, der geliebte und oft kopiert, nie erreichte Extreme aka Manuel. Moin Manu. Moin, Kollege. Nice. Geil. So, jetzt switchen mal hier rein ins Game. Damn, Dark und Darker. Ja, wie geil ist das denn? Zu Weihnachten gab es ja schon, ich glaube, das war doch schon der zweite oder dritte Testrun. Und jetzt ganz frisch rausgekommen, die neue Demo-Version. Und wir sind ein Barbar. Und dann haben uns genannt Svenstagram. Der Name wird gar nicht angezeigt. Geil. Wir machen jetzt einfach mal Create Character. Option, alles auf grafisch maximal gestellt. Steuerung, alles noch richtig schlecht wahrscheinlich. Mein Name ist not available. Ah, okay, das ist ja witzig, weil ich den Namen eingegeben habe. Jetzt ist er nicht mehr available. Nenne ich mal Svenny. Gucken, ob Svenny geht. Ja, das geht. Ah ja. Jetzt haben wir zwei von denen erstellt. Ah, ich verstehe. Warte mal. Oh nee, jetzt haben wir zwei Stück. Svenstagram. Also die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise die Optionsmöglichkeiten Ende der Lobby. Okay, mit Svenny. Okay, nice, sitzen wir hier. Ja, ich denke, du hast recht. Das sind dann drei Player. Ja, das müsste scheinbar so sein, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, So. wo ich jetzt gewesen war, aber irgendwo bei Ja, der hast recht. Einladung, da ne, sieht man das. Hast recht. Ja, aber am Tisch gibt es nur noch zwei Plätze. Ja, genau. So, jetzt. Select Server. Machen wir mal Find EU ID. Central Frankfurt. Barbarien. Find ID. Barbarien. Wo kann ich dir denn? Warte mal, wo sehe ich denn meine ID? Ist das einfach die Ja, geh nochmal Barbarian zurück. Hashtag? Geh nochmal, na bestimmt, geh nochmal zurück. Achso, jetzt sehe ich das Genau, nochmal. das Ne, ist doch doch. dieses Barbarian Hashtag. 117. Ja, ist 117. Ja, du siehst ja im Dings, siehst du, sehr gut, siehst du. Oh, das wird geil. Da kannst, also hier kannst du Content generieren. Scheiße, das Massiv kann ich viel, ja weil in nicht. der Runde geht ja nicht lang, so 20 Minuten oder so, wenn du gut bist. Und dann Ich kannst du bin abends eine Raute. schön in 2-3 Stunden etliche Runden füllen und machst immer ein schönes Video. Eine Raute-Taste nehmen. Raute-Taste, geht, ne? Bei der Suche. Nicht, ne? Hä? Aber es geht irgendwie nur die. Es geht ja gar nicht. Raute, es geht nur. Es geht nur Buchstaben. Warte mal. Also kann ich nach deinem Namen direkt gucken, scheinbar. Oder Oder ich lade dich ein bei Discord. Geht das nicht? Bei Steam meine ich. Steam, ne? Ja, das wirst du vielleicht auch geben. Guck mal. Moment. Ging es zumindest bisweilen. Oh, hier Playerlist. Also krass. Steam. 34.400 Freunde. Hier. Dungeons. So, da. Hier. Zum Zuschauen einladen. Hey, wieso zum Zuschauen? Zuschauen? Macht wenig Sinn, ne? Macht wenig Sinn. Mysteriös. Spiel zum gemeinsamen Spielen finden. So, schon wieder. Genau. Spiel starten, zuschauen. Spieler-ID, das ist das. Das ist doch einfach die 117267. Was hast denn du für eine, was hast denn du für eine Zahl da dahinter Ah, stehen? warte mal, vielleicht. Jetzt an mir. Jetzt an mir wieder, wie immer. Einfach ignoriert. An meiner Unwissenheit. Also ich bin einfach zu alt schon, muss man auch sagen. Sag mir mal deine ID an. Also Zwett ist ja wesentlich jünger als ich. Ich Also, hätte du ja nicht, musst. ich hätte nicht einmal aktuell meine ID. Ich weiß gar nicht, warum ich gar Das keine ID bekommen habe. Also ich ist glaube, das wird am besten nochmal neu. die Zahl hinterm Hashtag. Ich habe ja aber kein Hashtag, das ist das Lustige. Ich Echt? starte jetzt nochmal neu. Hashtag Dark and Darker? Okay, ne, das kann nicht sein. Das musst du schon haben.
Oh, ich sehe gerade hier, das ist ein bisschen zu groß. Das so, am Anfang Create-Charakter, ne? Also und dann musst du in die Lobby gehen. Dort siehst du es dann. Da sitzt du dann hier so chillig am Tisch. Und da steht dann oben Level 1, deine Rasse, Hashtag und danach ist, glaube ich, die ID. Hä? Was denn? Nanu. Lobby, Solo. Aber ich brauche Party, oder? Lobby? Ich darf dann in einer Solo-Lobby sein, irgendwie. Ich bin irgendwie in einer Solo-Lobby, glaube ich. Deswegen wird das nur angezeigt. Okay. Naja, aber wie konntest denn du vorhin meine ID überhaupt irgendwo eingeben? Enter Lobby. Na, ich habe jetzt auf das Pluszeichen geklickt. Genau! Ne? Warte, aber hast du über deinem Kopf nichts stehen? Ich habe wirklich nichts stehen, ohne Mist. Okay, dann gib beim Plus mal ein, also bei ID gibst du mal ein 117267. Kannst keine Zahlen eingeben. Oh. Okay. Du kannst ja mal alles drin eingeben. Alles drin. Ah, okay. Also zusammengeschrieben, großgeschrieben? Na, großgeschrieben, alles A. Okay, alles drin, der Rest zusammen. Search. Genau, Rest zusammen. Ranger, Lobby, habe ich gefunden. Ah, siehst du, das bin ich. Invite. An invitation was sent. Und deine ID ist die 139775. Das ist witzig, warum siehst du deine ID nicht? Verschieden ist das doch! Ja, es ist einfach. Ah, ihr blinkert was. Das muss ich wohl mal annehmen. Soll ich mal was verraten? Das ist jetzt eine Story, die hat jetzt weniger mit dem Spiel zu tun, aber trotzdem lohnt sich zu erzählen. Wir haben auf Arbeit ab sofort EC-Kartengeräte. Und die schaltet man an, indem man eine Taste drückt, so, und zwar die grüne Taste. Und die Dinger hatten halt nur noch irgendwie 1% Akku. Und ich habe die versucht anzuschalten und es halt nicht hingekriegt, wusste aber nicht, dass der Akku leer ist. Dann nimmt der Erik die in die Hand und die schalten sich auf Knopfdruck sofort ein. Und ich so, hä, wie kann das denn sein? Dann nimmt er das, dann denke ich so, okay, Zufall. Probier's beim nächsten, ich krieg's nicht hin. Wirklich, ich probiere alles. Kurz, lang, alle Tasten. Er nimmt es in die Hand und es geht sofort an. Ey, das war einfach durch Zauberhand. Das war Zauberhand. Ich hab mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Okay, let's go. Ja. A party member is not ready. Alter, was ist denn hier los? Warum kriege ich jetzt das wieder nur auf das andere? Das gibt's doch, ne? Oh, es gibt zwei kostenlose Maps und eine, die muss man kaufen für 100 Gold. Cool. Ich muss nochmal, ne, ich brauche unbedingt, ich muss das auf dem großen Monitor spielen, ja. Das bringt alles nicht. Ja, also auf dem Handy, ja, ne? Ich hatte jetzt die ganze Zeit nur aufs Handy, aber das ist geil. Warum? Warte mal. Oh. Aber auf jeden Fall eine gute Story. Geiles Spiel. auch geil für euch haben. Also das kenne ich durchaus, dass manche da ein bisschen verhext sind. So. Was habe ich denn so für Fähigkeiten? Also, wenn ich zweihändige Waffen führe, 5% mehr Schaden. Okay. Rage. Strength is greatly increased and movement speed is increased by 50%, while defense is reduced. Okay. Next hit ignores. What? Soll ich extreme nehmen oder alles drin? Ich mach mal alles. Ah, da bist du! Okay. Das ist gut. Nehme ich rein. Jetzt kann man aber noch nichts, eigentlich noch nichts machen, ne? Also irgendwas hier mit den, dass man eine Quest kriegt oder so, oder irgendwas. Naja, weiß ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Also gibt es auf jeden Fall noch keinen Skilltree, das wird noch freigeschalten. Stash gibt es nach wie vor. Stash, habe ich aber noch nie was reingepackt, weil ich immer gestorben bin beim ersten. Dann gibt es halt solche Händler. Händler, ja.
Gathering Hall. Boah, da brauchen wir das Geld wahrscheinlich, ne? Gathering Hall. Gathering Hall ist schon eine Region. Geil. Dann mache ich einfach das. Jawohl, da bin ich. Danke. Lieben Deutsch, ja. Hallo hier. Also, die werden gerade angezeigt, die Texte. Also, ich sehe nur Striche. Echt? Ich sehe gar keinen Text. Hey, bei mir wird es angezeigt. Wenn ich mit dir hier, also wo ich geschrieben hatte, in der Lobby, habe ich auch nur Striche gesehen. Okay, kein Problem. Customize. Scheint bei jedem ein bisschen anders zu sein. Aber so. Ist nicht so verbuggt wie Warcraft. Na ja, gut, Warcraft ist ja auch. Wie alt? 2 Jahre Reforged. Ja. Haben sie dann so viel Zeit gehabt? Ich sage mal, ne, das Originalspiel, das ist ja ohne. Das... Ja, das ist schon älter. Es gibt einen neue Charakter, Elfen, kann man jetzt kaufen. Cool. Okay, wir waren jetzt einfach mal. Ich starte. Party Member also, ist not ready. Mein Führer, bitte. Leiten Sie mich. Okay. Du musst noch irgendwie auf Ready unten links oder so klicken, weil wenn ich Start drücke, steht, du bist not ready. Okay, gut, dass du es mir sagst. Scheiße. Did you check? Ja, habe ich. Ich habe meinen Rucksack. Did you check your loadout? Once you enter the tavern, you cannot leave early without losing your items. Are you sure you want to enter the match? Yes. Please wait, looking for a game. Cool. Ja, ich hoffe, die haben gut mit Server aufgestockt. Matchmaking! Oh, es geht ins Matchmaking rein! Ey, ich habe gar keine Ahnung von der Tastenbelegung. Ich habe die letztens bei dem Test probiert. Da war alles scheiße, da musste ich alles neu stellen, ist bestimmt wieder alles weg. Du brauchst du da nicht. Oh mein was Gott. So kompliziert warst du da nicht. Gesehen hab. Ah. Oh, es geht dann gleich los hier. Ah ne, das ist jetzt die Lobby. Los geht's. Ah, jetzt, okay. Das war der Aufwärmraum. Mhm. AKA PUBG. Es geht los. Wir brauchen mehr Zuschauer. Ich hab nur einen Manu. Hallo Manu. Aim for the head. Ja, sie sind. Oh, ey, das wird jetzt so einen Spaß machen. Ich freue mich jetzt schon so sehr. Die Mucke ist schon geil. Oh, das klingt. Oh! So. Wie laut! Ja, ne? Just. Okay, ich kann meinen Bogen hier schon mal ausrüsten. Alter, was für eine Axt hast du? Weil ich hier Porsche. Kann ich das abbrechen? Oh! Liegt doch irgendwas. Maus-Sensitivity ist viel zu niedrig von mir. Ja, das ist gut. Ah, oh, Spinne! Ah! So hab ich eigentlich. Ich hab komm, noch eine! Da ist noch eine! Oh nee. Ich seh nix! Schone! Schreck! Wo ist sie denn? Bisse. Nein. Alter, stirb jetzt. Noch hinne? Alter, ich hab uns gebufft. Noch hinne. Sie hat einfach gar nichts, ey, gar nichts. Alter, wie fein leiten wir uns? Alter, stirbt die denn mal jetzt? Vier Feine. Oh, eine Kiste. Hier sind 2 Kisten. Oh! Alter, was war das? Nee, pass auf. Ein Skelettkopf. Ja. Hey, was ist das denn? Was hier so einen krassen. Hä? Was ist das? Noch mehr Spinnen? Ey, das sind endlos. Ich mache jetzt hier unten die Kisten auf. Ja. Oh Mann, ey. Weil die Zone kommt dann. Okay, ja. Was ist das? Für einen Fighter oder einen Cleric? Eine Waffe. Ja, ich nehme sie erstmal mit. Okay. Was hier? Ich nur auf, links, ja. Pass auf, links auf diese ist eine Falle, diese Plattform, diese dunkle. Was, da kann ich drauf gehen? Ja. Oh, eine Hose? Oh, eine Large. Gold Candle Blätter.
Kann ich jetzt hier was sehen? Nee. Hä? Ah, gut, alles klar. Warte mal, Q und E. Ich hab hier so ein Buff für uns. Hier ist eine Templar-Armor drin. Ja, du hast hier die große Kiste gefunden. Fighter und Cleric. Und eine Armbrust. Geil. Ja, ist alles nichts für mich. Oh, die Armbrust nehme ich. Aber nimm's mit, weil die können wir dann in den Stash reinpacken. Essen Damage. Ja, die ist richtig gut. Achso. Naja, die Rüstung ist vielleicht was für dich, ne? Kann ich nur nehmen, ich bin Barbar. Achso, Fighter ist ja mit Schild, ne? Stimmt. Okay, wir müssen weiter, die Zone kommt dann. Wie soll die Zone? Ja, warte mal. Wollen wir nur noch looten, oder? Nee, das ist ein großer Raum, ne? Okay, ist ne. Lass mal weitergehen. Oh, shit. Ich hab schon die nächste Tür geöffnet. Ich bin wie Matteo, einfach völlig unkoordiniert. Ja, oh, links ist eine Riesenkiste. Ich muss das genießen jetzt hier, das Spiel. Oh, Leute, Achtung, hinter dir! Jetzt, boah! Jetzt. Nein, daneben geschlagen! Boah. Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Warum gibt's denn hier keine Fackeln? Alter! Scheiße! Ich renne jetzt im Kreis. Ah! Oh ne! Komm gerade mal weg, ey, krass! Komm zu dir! Bin da! Tot. Bist tot? Oh ne! Stark. Ey, ist alles voll. Nee, nein. Nee, lebst du noch. Ah, Return to Lobby. Oh mein Gott, das war ein guter erster Versuch. Lebst du noch. Alter, was ist das denn jetzt gewesen? Okay, warte. Ich mache jetzt erstmal hier einen Videocut für die erste Runde. Das nenne ich jetzt hier sowas wie hier Einstellung und First Try Lose. Machen wir erstmal kurz einen Cut. Sehen uns im nächsten Video.